was no good to me dead. Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront 2. Diesmal Helden vs. Schurken. Der Modus wird sich häufig gewünscht, deswegen habe ich mir gedacht, komm, es passt auch perfekt zum Thema. Denn heute reden wir mal so ein bisschen über Leia Organa und meine paar Ideen, die ich so habe, wie man die Dame eventuell nochmal ein bisschen besser, ein bisschen anders machen kann. Warum ich das Ganze mache, ist eigentlich relativ simpel. Erstens finde ich die Idee ganz cool, zu sagen, hey, das Spiel ist jetzt schon ewig draußen und es gibt mittlerweile 10 Helden, 10 Schurken. Jetzt kann man so ein bisschen gucken, welche Helden sind denn vielleicht ein bisschen zu schwach, welche Helden sind vielleicht ein bisschen zu stark, wie kann man die vielleicht noch anpassen. Und ich finde, Leia ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ist natürlich alles subjektiv, wer jetzt sagt, oh, der ist zu stark, der ist zu schwach und so weiter. Aber es war auch so, dass bei einer Community-Umfrage vom Community-Manager Ben Walk, die hatte der mal gestellt, und da kam ebenfalls raus, dass sich der Großteil der Community tatsächlich aussprechen würde, wenn man einen Helden noch verändern würde, in irgendeiner Form, welche man verändern sollte von den Fähigkeiten her, dann wäre das wohl Leia. Das kam da halt raus. Heißt jetzt nicht, dass da irgendwas passiert oder irgendwas großartig geplant ist, dass Leia verändert wird oder sowas. Aber ich finde die Idee eigentlich ganz cool, darüber mal so ein bisschen zu diskutieren und zu schauen, wie könnte man denn die gute Leia verändern, was könnte man da machen. Vielleicht mache ich das auch noch zu anderen Helden, wo man dann irgendwie auch Ideen sammeln kann zusammen und dann vielleicht macht man ein ganz cooles Konzept am Ende. Und das möchte ich halt eigentlich einfach mal so ein bisschen bequatschen. Ich finde das selber sehr interessant, weil das Spiel ist immer im Wandel und es gab auch schon immer wieder irgendwo Diskussionen von wegen, oh, der Held könnte noch ein bisschen besser sein, gerade in dem Modus oder hier und da und dies und das und jenes. Ich finde Leia eigentlich ganz cool, ich mag sie ganz gerne zum Spielen, aber es fällt halt ziemlich stark auf, dass sie zwei Fähigkeiten hat, die ich persönlich zumindest relativ schwach finde. Einmal die Blendgranate und einmal das Schutzschild da, was er hat, dieses Truppenschild. Und die E11, diese mittlere Fähigkeit, die ist eigentlich ganz ordentlich. Ist jetzt zwar nicht die beste Fähigkeit aller Zeiten, aber die ist schon gut. Und ihre Primärwaffe allgemein, die Waffe von Leia, die ist richtig, richtig stark. Die macht richtig viel Schaden, ist eigentlich sehr stark im Nahkampf, stark im Fernkampf, eigentlich Bombe. Aber naja, reden wir mal über die anderen Fähigkeiten oder irgendwie vielleicht Ideen, wie man diese Fähigkeiten anpassen, verbessern oder halt auch umändern könnte. Und ihr könnt dann natürlich auch gerne mal mitdiskutieren und allgemein auch Feedback geben, ob ihr denn sowas auch gerne zu anderen Helden haben würdet und natürlich vielleicht auch zu welchem Helden und vielleicht auch warum, ne? So von wegen, ah, ich hätte ganz gern, dass Finn vielleicht noch angepasst wird, weil das und das und das und das. Würde mich mal interessieren, deswegen schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei Leia. So, die Leia, die hat wie gesagt zwei Fähigkeiten, die ich persönlich nicht so toll finde. Vielleicht habt ihr da ja auch eine Idee, ob oder eine Meinung zu, ob ihr die Fähigkeiten gut oder schlecht findet. Aber bleiben wir erstmal bei der Blendgranate. Das ist relativ simpel zu ändern. Das war auch schon häufiger mal im Gespräch irgendwie hier so im Allgemeinen in meinen Videos, dass man doch die Blendgranate einfach mal tauschen könnte mit der vom Offizier, beziehungsweise allgemein einfach Leias Blendgranate irgendwie stärker macht, dass sie Schaden verursacht, dass sie irgendwie den Gegner länger blendet, irgendwie effektiver blendet, dass sie... Ich hatte auch mal den Vorschlag gemacht, dass wenn sie Gegner blendet, die ein Lichtschwert haben, dass sie dann vielleicht nicht alle Schüsse abblocken können. Das wäre auch nicht uninteressant, das ist ja im Moment so, dass die Gegner 100% der Schüsse immer blocken können. Und das könnte man ja so machen, dass Leia irgendwie eine besondere Blendgranate hat, die dann irgendwie, und Boba von mir aus auch mit seiner Erschütterungsrakete, weil die Fähigkeit ist auch relativ schlecht, aber das ist jetzt ein anderes Thema, dass er dann damit den Gegner so stark blendet, dass der dann nur noch die Hälfte der Schüsse, die auf ihn draufkommen, abblocken kann, wenn er denn blockt in dem Moment. Und dass man dadurch halt irgendwie diese Fähigkeit gerade nutzvoll macht, gerade halt in den Heldenkampf, also gerade in Helden vs. Schurken oder sowas, wo ich halt beide Fähigkeiten, wie gesagt, das Schild auch relativ schwach finde. Das wäre eine Idee, oder halt aber, wie gesagt, man tauscht einfach mal diese Blendgranate gegen die von dem Offizier. Der Offizier hat momentan eigentlich quasi eine der stärksten Granaten, die deckt Gegner erstens auf, die hat die größten Explosionsradius, weil die sich nochmal so aufsplittet, die macht Schaden und die blendet die Gegner. Drei riesengroße und riesenstarke Effekte hat diese Blendgranate und Leias hat quasi nur einen, und zwar, dass sie den Gegner blendet. Ist halt irgendwie im Vergleich ein bisschen lächerlich, dass so ein normaler Truppler eine bessere Fähigkeit hat mit der gleichen Prämisse, irgendwo Grundprämisse als Blendgranate. Und die Offiziere haben irgendwie die stärkere Variante. Ist irgendwie ein bisschen komisch auf jeden Fall. Ansonsten das Truppschild, ich weiß nicht, ich finde es relativ langweilig erstens und zweitens, gerade im Helden vs. Schurken-Modus, finde ich das persönlich auch gar nicht so gut, weil die gegnerischen Helden haben gar nicht so viele Helden, die das wirklich stört. Der Imperator ist ein Fernkampfheld, der schockt da ganz einfach durch, für den ist es eigentlich eher von Vorteil, wenn Leia das macht, weil er durchschocken kann und Leia kann persönlich gar nicht durch das Schild selber durchschießen. Dann hat man jemanden wie Bossk, der wirft dann seine Giftgranate drauf, hat dann eigentlich auch kein Problem mehr, weil wenn die Leia drin stehen bleibt, dann hat sie halt Pech und kriegt die ganze Zeit Giftschaden. Boba, Aiden und Phasma, die haben dann vielleicht ein bisschen das Problem, aber das sind gerade mal von 10 gegnerischen Helden 3 Stück,
die dann irgendwo sagen, ja gut, das ist einigermaßen effektiv gegen die, was eine ganz schön dürftige Quote ist. Da könnte man natürlich ebenfalls Sachen aus Battlefront 1 einfügen. Und zwar gab es da erstens ebenfalls die gleiche Fähigkeit bei Leia, dass sie ein Truppschild hatte, aber Leia hatte noch eine Fähigkeit zusätzlich, dass sie durch das Truppschild selber durchschießen kann, wenn sie eine besondere Fähigkeit aktiviert. Damals war das die Fähigkeit auf der ersten Fähigkeiten-Taste. Damit konnte sie immer so kurzzeitige Schüsse, so aufgeladene Schüsse schießen, die dann halt die Gegner so ein bisschen zurückwirft. Und so am ehesten vergleichbar mit dem Sekundärfeuer hier, was ich auch gerade mache. Und dass die halt dann durch das Schild durchgehen, könnte man irgendwie vielleicht auch noch so machen, dass die Sekundärschüsse wenigstens durch das Schild gehen, dass man als Leia sich verteidigen kann da drinnen, aber halt auch daraus irgendwie wenigstens schießen kann. Fände ich ganz interessant als Konzept immer noch. Das war halt, wie gesagt, in Battlefront 1 sowieso schon so bei Leia. Könnte man vielleicht nochmal so einbauen, damit es die dritte Fähigkeit als Schild halt nochmal ein bisschen besser wird. Ansonsten hatte mal jemand geschrieben, was ich auch interessant fand, dass man das so machen könnte wie die Fähigkeit von Krennic aus Star Wars Battlefront 1. Für die Leute, die nicht wissen, was der gemacht hatte, der hatte so einen kleinen Droiden dabei, der dann so ein Schild generiert hat. Der ist dann auch durch die Map gefahren, so ganz langsam halt immer so ein bisschen durch die Gegend gefahren. Aber hat auch gleichzeitig in diesem Schild die Oxys verteilt. Das heißt, er hat da Gift hingeschossen und dieses Gift hat dann halt den Leuten, die in das Schild reingerannt sind, halt wenigstens Schaden gemacht. Das heißt, wenigstens könnte man mit Leia damit ein bisschen entgegenwirken den Lichtschwerthelden, die dann auf einen zurennen und dann stellt man dieses Schild als Verteidigung, stellt sich ins Schild rein, die Gegner können noch die Machtfähigkeiten reinschießen, also so ein Vader kann auch einen Lichtschwertwurf reinhauen, aber wenn er dann reinrennt ins Schild, hat er wenigstens die Probleme, dass er dann von dem Druiden auch noch diesen Giftschaden kassiert und dann von Leia halt sowieso den Blasterschaden. Und das fände ich eigentlich persönlich auch ganz cool. Da könnt ihr euch ja auch mal äußern, was ihr denn dazu sagt. Und jetzt haben wir noch als letzte Idee, die ich hatte, beziehungsweise die eigentlich mal aufgeworfen wurde, vor Ewigkeiten von so einem Leaker, was ich eigentlich ganz cool finde, dass man ja Leia so eine Art Kette geben könnte. Eine Kette angelehnt an Episode 6, wo sie dann bei Jabba sitzt und dann mit der Kette den erdrosselt. Und dass man dann so eine Art Fähigkeit einbaut, dass sie dann mit einer Kette irgendwo den Gegner kurzzeitig fesselt, den Gegner kurzzeitig zu sich ranzieht oder sowas in der Richtung, eigentlich am ehesten fesselt und den dann dadurch halt kurzzeitig disabled, gerade gut auch gegen Boba Fett, der dann irgendwie nicht mehr wegfliegen kann, sondern zu Boden fallen würde. Fände ich eigentlich eine auch ganz interessante Lösung oder ganz interessante Idee. Könnt ihr auch mal schreiben, was ihr davon halten würdet. Und natürlich im Allgemeinen, was würdet ihr denn ändern bei Leia? Ist sie gut so, wie sie ist? Gerade so in Helden vs. Schurken habe ich häufiger Probleme mit ihr. Im galaktischen Angriff habe ich gar keine Probleme mit ihr. Da ist sie eigentlich recht super. Aber wenn man dann mit Leia in Nahkampf gerät und dann so ein Darth Maul beispielsweise auf einen zustürmt, da hat man häufiger Probleme. Da könnte man eventuell durch eine bessere Blendgranate oder durch so eine bessere Schildvariante auch irgendwie so ein bisschen Abhilfe schaffen, dass man da nochmal mehr Möglichkeiten hat. Und naja, das wäre es eigentlich so mit meinen Überlegungen dazu. Schreibt mal gerne rein, was ihr denn so von den ganzen Ideen haltet, was ihr vielleicht für Ideen habt. Wie gesagt, ob ihr sowas gerne häufiger mal sehen würdet, auch für andere Helden, wo ich dann sagen würde, ey, das könnte man doch verändern. Gerne auch irgendwie was Negatives, also so von wegen, nehmen wir jetzt mal als Beispiel jetzt Anakin zu stark, was könnte man da verändern, welche Fähigkeiten könnte man anpassen, dass das Spiel halt einfach irgendwie für alle Modi irgendwo gleich starke Gegebenheiten hat und so weiter. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.